Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die du vielleicht anders kennst. Ich nenne die Geschichte den Sündenfall der Schönheit. Und nachdem Gott den Himmel und die Erde, die Pflanzen und die Tiere geschaffen hatte, sprach er: Jetzt wollen wir unser Ebenbild machen, das uns ähnlich ist. Und Gott schuf die Menschen als seine Ebenbilder, und er schuf sie als Männer und Frauen. Und Gott, der Herr, sprach: Die Menschen sind sehr gut geworden, sie sind sehr schön geworden. Ein jeder Mensch, individuell im Aussehen, doch jeder für sich vollkommen schön. Und Gott, der Herr, freute sich über seine Schöpfung und sprach zu einem jeden Menschen: Vergiss es nie, du bist einzigartig und wunderschön geworden. Deine Haare, dein Gesicht, dein Oberkörper und deine Beine, du bist schöner als der Sonnenaufgang, schöner als der prächtige Pfau in all seinen bunten Federn, schöner als die Blumen auf dem Felde. Ich habe dich sehr gut und sehr schön geschaffen. Und die Menschen freuten sich. Und Gott setzte die Menschen in einen Garten, reich an schmackhaften Früchten und beeindruckenden Tieren. Und Gott sprach zu den Menschen: Von jedem Baum dürft ihr essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen, denn sonst werdet ihr sterben. Doch die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Heimlich kroch sie zum Menschen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie den Menschen. Natürlich dürfen wir essen, antworteten die Menschen. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen, denn sonst müssen wir sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, fuhr die Schlange die Menschen an. Und wenn ihr davon essen werdet, dann werdet ihr schön werden. Wir werden schön werden? Fragten die Menschen. Aber hat Gott nicht gesagt, dass wir schön sind? Nein, du bist nicht schön, sagte die Schlange. Schau dir nur deine Hüften an, viel zu dick. Deine Nase ist total unförmig und deine Haare sind ausgefranst. Und weißt du was? Ich habe Menschen gesehen, die sind viel schöner als du. Im Vergleich zu ihnen bist du hässlich. Und die Menschen sahen den Baum an. Ja, er hatte wirklich schöne Früchte. Konnten sie auch schön machen? Denn die Menschen zweifelten nun an dem, was Gott der Herr ihnen gesagt hatte. Sie fühlten sich nicht schön, sondern hässlich und unvollkommen. Da nahmen sie die Früchte des Baums und bissen hinein. Und plötzlich veränderte sich die Sicht der Menschen auf sich selbst. Viel zu dick empfanden sie sich und unförmig waren Nase, Ohren und Kinn. Die Menschen ekelten sich vor sich selbst. Da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Anzug, der den ganzen Körper bedeckte. Als am Abend Gott durch den Garten ging, fand er die Menschen nicht. »Wo seid ihr?« rief er. Da kamen die Menschen aus dem Gebüsch hervor. »Wir haben uns versteckt, weil wir hässlich sind«, sprachen sie. »Wer hat euch gesagt, dass ihr nicht schön seid?« sprach der Herr. »Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ihr nicht schön sein solltet? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr schön seid? Habe ich euch nicht so gemacht, wie ihr seid?« Und fortan lebten die Menschen im Glauben, dass sie unvollkommen und nicht schön seien. Sie taten alles dafür, dass ihre Körper endlich schön würden. Und dabei sahen sie nicht das Schöne, das Gott ihnen bereits mit ihrem individuellen Körper gegeben hatte. Psalm 139, Vers 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ja, Schönheitsideale, die gab es ja schon immer. Im Mittelalter zum Beispiel weiße Haut, rosa Bäckchen und wohlgenährt. Heute würde man vielleicht sagen, ein bisschen pummelig. Es ist aber nicht nur die Zeit. Auch Land und Kultur spielen eine Rolle dabei, was so als Schönheit und eben nicht Schönheit betrachtet wird.
werden wir in Deutschland zum Beispiel extra in warme Länder wie Italien fahren und uns an den Strand legen, um uns zu bräunen, um eine schöne, ja, einen schönen Tarn zu haben. Ein Schönheitsideal, da ist es in anderen Ländern, vor allem in Asien, total anders. Möglichst helle Haut will Frau haben, denn dunkle Haut, die zeugt von Armut und Feldarbeit. Die Blöße will sich keiner geben. Nicht mal die, die wirklich arm sind und wirklich auf dem Feld arbeiten. Und dafür gibt's genug Cremes und Puder, welche die Haut weiß erscheinen lassen. Ja, mit Schönheit hat man schon immer Geld machen können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es denn falsch, dass wir schön sein wollen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, Gott hat ja auch unseren Körper geschaffen. Gott hat nicht nur unsere Seele oder unseren Geist geschaffen. Und wenn Gott unseren Körper geschaffen hat, dann will er sicherlich auch, dass wir uns drum kümmern. Dass wir ihn pflegen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir unseren Körper schön halten und dass wir was draus machen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und trotzdem kann daraus auch ein Druck werden. Ja, schön sein wollen, so schön wie die und die und wie der und der. Und daraus kann ein regelrechter Wahn werden. Bin ich nur dann jemand, wenn ich ja schön bin wie jemand anders? Wenn ich da irgendwie gut abschneide in meinem eigenen Punktesystem oder im Punktesystem der Schönheit, der Gesellschaft? Hängt mein Wert und hängt mein Selbstbewusstsein vielleicht an ja meinem Aussehen? Vergleiche ich mich mit anderen und fühle ich mich schlecht, weil ich nie so geformt sein werde wie Frau X oder so muskulös wie Herr Y? Trotz langer Nase, hoher Stirn, dem kleinen Buckel und den O-Beinen mag ich mich. Das kam auch nicht von heute auf morgen, sondern es war auch ein Prozess. Ein Prozess, in dem es übrigens immer wieder Rückschläge gibt. Aber ich bin am Üben. Ich bin am Üben und am Trainieren. Ja, nicht Sport zu machen, sondern ja, ich bin am Trainieren, wie ich mich selbst lieben kann. So, wie ich bin. Mit meinem Aussehen, das Gott mir gegeben hat. Mit dem, was Gott mir mit auf den Weg gegeben hat, als er mich hier auf diese Welt losgelassen hat. Gott macht's ja schließlich auch. Also, dass er mich liebt, so wie ich bin. Und Selbstliebe, das ist ja sogar ein Gebot von Gott an mich, an dich auch, an uns alle. Probier's doch mal aus. Stell dich vor den Spiegel und sag Gott Danke für 10 Dinge an deinem Körper. Was findest du schön? Was macht dich einzigartig? Ja, was willst du besonders betonen? Und wofür willst du Gott Danke sagen? Dass äußerliche Schönheit nicht alles ist, sondern viel Schönheit auch von der inneren Ausstrahlung kommt, ja, das weiß jeder. Das merkt man bei manchen Menschen. Leute, die einfach eine besondere Ausstrahlung haben, obwohl sie vielleicht nach Maßstäben der Gesellschaft im Jahr 2024 bei uns in Deutschland nicht unter den Top 10 der schönsten Menschen Deutschlands sein würden. Kann es sein, dass innere Schönheit eben auch damit zusammenhängt, dass man sagt, ich bin okay, so wie ich bin und ich muss nicht wie der und der aussehen. Bei dem Vergleichsspielchen mache ich erst gar nicht mit. Ja, ich glaube schon. Innere Schönheit hat auch ganz viel mit der Einstellung zu tun, der Einstellung mir gegenüber und den anderen gegenüber. Die anderen sind gut, so wie sie sind, aber ich muss nicht so sein wie die anderen. Und ich glaube, dass Gott uns dabei helfen will. Und ich glaube, dass Gott uns dabei helfen kann. Schließlich findet er uns ja schön. Und das sagt er uns. Du bist wunderbar gemacht. Wie es in dem Psalm 139 heißt. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderschön und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Das wünsche ich mir. Und das wünsche ich dir, dass wir das erkennen, wie großartig wir von Gott geschaffen worden sind. Gott segne dich. Mein Name ist Stefan von Projekt K, Kirche für Freiham.